Hallo und herzlich willkommen. Nicht zu plündern. Da ist Folge nicht zu holen. Bei den Orks, die ich in der letzten Folge eliminiert hatte. Jetzt gehen wir rüber. Und zwar dahin, wo wir wollen. Und zwar hier zu diesen, zu diesen Peoples hier. Denn wir müssen ja zu diesem schwarzen alten Turm hoch. Hier ist die Stadtwache. Die bleibt erstmal still. Dann haben wir hier nochmal Stadtwache zu sitzen. Dann haben wir Ruga hier zu stehen. Ja, was sagt denn Ruga hey, zu uns? Was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Ja, das ist toll, dass er mich trainieren kann. Kannst du mich trainieren? Natürlich. Wenn du genügend Erfahrung mitbringst, kann ich dir helfen. Und vergiss nicht, Geschicklichkeit und Fernkampf gehören zusammen wie Armbrust und Bolzen. Das eine ist ohne das andere nicht viel wert. Verstehe. Ja, das wollen wir aber nicht. Er kann ja nur Geschicklichkeit mal mit dazu trainieren. Das ist aber blöd. Ach, hier ist ein Vergessensspruch. Interessant. Was ich eben noch alles versucht habe. Was heißt eben, aber... Wäre einfach gewesen. Okay. Also, was wollte ich sagen? In der vorigen Folge habe ich natürlich versucht, sich mal die Orks zu bekämpfen, aber bin dann sehr, sehr oft gescheitert. Aber diesmal, in der letzten Folge ging es ja. Wambo. Was machst du hier? Ich achte darauf, dass kein Feind unser Lager betritt. Und jetzt, wo die Orks die Gegend unsicher machen, muss man besonders gut aufpassen. Das stimmt. Und was machst du hier? Ich achte darauf, dass kein Feind unser Lager betritt. Und jetzt... Ja, schön. Wie ist die Lage? Okay. Gut. Zurzeit ist alles in Ordnung. Ja, nur Flavortext. Wambo hat nur Flavortext zu sagen. Oh, dann haben wir hier auch schon den lustigen Waldmeister hier. Das ist der Grom. Hey. Bei dem kann man doch auch noch was lernen. Wie geht's denn? Ah, hallo. Ich bin sehr beschäftigt. Also, was willst du? Was du hier machst, du? Was machst du hier? Oh, Händler. Na, was so ein Holzfäller und Jäger ebenso macht. Was ist hier los? Na, wenn du das nicht selber siehst, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Überall wimmelt es von Orks. Ich hoffe sehr, dass es diesen nicht gelingen wird, unsere Verteidigung... Ich überspringe das mal, weil, was kann er mir denn beibringen? Was kannst du mir beibringen? Du willst was lernen? Warum nicht? Ich könnte dir etwas über die Jagd beibringen. Allerdings mache ich das nicht umsonst. Besorg mir erstmal was Anständiges zum Essen. Ich sterbe nämlich vor Hunger hier draußen. Bring mir eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Dann bringe ich dir bei, was ich kann. Glaube, das lässt sich machen. Essen geben. Hallo. Ah, ich sehe, du bringst mir das Essen. Sehr gut. Ich danke dir. Na siehste. Was kann er mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Ich kann dir nichts beibringen, was du nicht ohnehin schon kannst. Okidoki, alles klar. Dann haben wir hier eben noch ein bisschen was zu essen gebracht. Gucken wir mal rein. Bett und Truhe. Ach, Moment mal, Dandolo. Warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Und gut. Zwar... Flüchtlingslager, Leuchtturm, Küste von... ist noch gar nicht da. So was Beklopptes. Dann gehen wir erstmal hoch. Ja, das ist egal. Das mache ich alles später. Außerdem ist mir das zu dunkel. Oh, Dandolo, komm raus. Such den Ausgang, finde den Ausgang. Bring Stöckchen. Holzfäller-Axt. Gut, hier haben wir auch wieder Holzstümpfe und so eine Geschichten. Jetzt, wie schon gesagt, Dunkelheit und... Orientierungssinn bei mir ist ein bisschen schwierig. Ach, von hier sind wir runtergekommen, Mensch. Wo ging's denn nochmal hoch? Oh. Hä?
Was ist los? Wo muss ich denn lang? Oh, wir müssen ja in die andere Richtung. Da unten war ja der Troll. Hey. Und hier ist ein Gärtner. Hallo, was machst du hier? Was soll man hier schon machen? Ich trinke. Und sonst nix oder was? Hey. Willst du mal was Ordentliches rauchen? Kenne ich nicht. Aber klar, immer her damit. Ich dreh mir mal einen Stängel. Oh. Na? Ups. Krasses Zeug. Ich glaube, davon rauche ich besser nicht mehr. Okay. Sonst noch was? Nee, schade. Aber eine lustige kleine Zwischengeschichte. Und da steht eine Frau. Wir müssen nämlich irgendwie hier oben hoch. Ah, Mann. Du bist eine Bürgerin. Du bist schon mal die gute Vorhut, hätte ich beinahe gesagt. So, da oben geht's zu Onas Hof, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier geht es zum Exaktement. Zu Pablo. Hallo. Hey du, wer bist du denn? Ich kenne dich gar nicht. Ich bin ein Bote von Lord Baldwin, Kommandant des Kriegsschiffs Albatros. Was? Ein Kriegsschiff des Königs ist hier? Wollt ihr etwa mit der Orkflotte aufnehmen? Genau das haben wir vor. Na, dann viel Erfolg. Was weißt du denn über Was Banditen? Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie und haben sich mittlerweile zu einer großen Bande zusammengeschlossen. Ihr Anführer soll jetzt ein ehemaliger Gardist namens Gregor sein, aber das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht? Na, dass dieser Gregor ein ehemaliger Gardist sein soll, unmöglich. Und warum soll das unmöglich sein? Na, weil ein Gardist niemals so tief sinken kann, dass er sich den Banditen anschließt, deshalb. Wenn du meinst. Ja, aber wie auch immer. Es ist höchste Zeit, dass diesen Kerlen das Handwerk gelegt wird. Aber solange die Orks hier sind, wird das wohl noch dauern. Jo. Aber dann lassen wir ihm mal seinen Schlüssel erstmal stecken. Dann gehen wir mal weiter. Und Pablo vorbei. Och jo. Bist du noch da? Danke, dass du noch mir folgst. Ah, schöner Mond. So. Hier macht er natürlich, versucht er wieder eine Abkürzung, der Dandolo. Ja, los, komm. Und du bist Boltan. Wer bist du denn? Ein Kämpfer des Königs, wie du. Das kann ja jeder behaupten. Nein, solange niemand für dich bürgen kann, lasse ich dich nicht durch. Hä? Was ist denn jetzt los? Hatte ich das schon mal gehabt? Ich habe hier eine Bescheinigung. Ah, ja. Lies. Hier schreibt ein gewisser Lord Baldwin, dass du im Auftrag des Königs handelst. Ich kenne aber keinen Lord Baldwin. Und daher kommst du nicht durch, verstanden? Dann geh zu Lord André und erkundige dich. Er wird Lord Baldwin kennen. Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich weiß genau, was du vorhast. So? Was denn? Ganz einfach. Wenn ich zu Lord André gehe, kannst du dich hier in Ruhe umsehen und deinem Auftraggeber Bescheid geben. Welchen Auftraggebern? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Die Orks natürlich. Bei dir piept's wohl. Melde mich sofort bei Lord André, sonst handelst du dir den größten Ärger deines Lebens ein. Ach, und woher weiß ich, dass du mir hier keine Märchen erzählst? Schon mal das Siegel unter dem Schreiben betrachtet? Das Siegel? Welches? Oh, das ist ja das Siegel des Königs. Schön, dass du das auch endlich merkst. In Ordnung, du kannst passieren. Schön, kann ich noch meine Bescheinigung zurückhaben? Wie? Ach so, na klar doch, hier ist sie. Was ein Spacken. Naja, wir nähern uns übrigens wieder mal meiner... Bleib hier, nicht wegspringen, Dandolo, das geht doch gar nicht hier. Also da, wo ich damals mal aufgehört hatte, schon lange bekannt. Wo es hier noch ein paar Quests zu erledigen sind und, noch mehr ja. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Das ist gut. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Ja, danke, Harold.
Herold. Wird sich das jemals ändern? Ja, jetzt gucken wir erstmal. Ich muss mich immer unter... Hierhin also. Haben sich die Jungs von der Miliz zurückgezogen. Du solltest sogleich mit Lorandre sprechen. Das ist eine schlimme Sache. Genau, Dandolo. So, und jetzt warte mal hier. Und jetzt will ich einfach nur mal feststellen, ob Flüchtlingslager im Norden, Leuchtturm, Küste, Gier zurück zu den anderen. Was heißt denn Gier zurück zu den anderen? Habe ich das jetzt irgendwie verpeilt oder was? Naja, okay. Ich soll jetzt zu Lord André gehen, das mache ich jetzt auch. Hier sind nur Lotero, Gerbrand, Wulfgar. So, Herr André. Hey, ist wieder ein von diesen. Innocent mit dir, Soldat. Was führt dich zu mir? Mein Name ist Roland. Ich bin Seesoldat des Kriegsschiffes Albatros. Kommandant ist Lord Baldwin. Wie? Die Albatros ist hier? Sehr gut. Was gibt es Neues aus Vanguard? Wir sind schon einige Wochen auf See. Damals haben die Orks die Hauptstadt belagert. Aber heute? Keine Ahnung. Verstehe. Trotzdem. Es ist gut, dass Lord Baldwin mit der Albatros hier ist. Vielleicht sind wir auf seine Hilfe angewiesen. Wofür, wenn ich fragen darf? Nun, ich sage es ganz offen, um die Bevölkerung von Corinnes in Sicherheit zu bringen. Ihr wollt Corinnes verlassen, Lord André? Wenn uns nichts weiter übrig bleibt, ja. Unsere Lage ist schlecht, sehr schlecht sogar. Die Orks haben die Stadt und die kleineren Bauernhöfe erobert. Sie belagern das Kloster und Onas Hof. Außerdem haben sie den Pass zum Minental geschlossen. Sofern die Bewohner nicht hierhin flüchten konnten, haben sie sich in Höhlen versteckt oder sind nach Norden geflüchtet. Und mit den paar Männern, die mir noch zur Verfügung stehen, werde ich die Orks nicht auf Dauer aufhalten können. Nur noch Innos kann uns helfen. Wo ist Lord Hagen? Lord Hagen ist mit den meisten Paladinen ins Minental gezogen. Das ist aber schon mehrere Wochen her. Seitdem haben wir keine Nachricht mehr von ihm. Lord Baldwin hat den Auftrag, magisches Erz nach Vanguard zu bringen. Habt ihr welches hier? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir haben nur sehr wenig magisches Erz. Du wirst wohl auf Lord Hagens Rückkehr warten müssen. Tja. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich einen Teleportstein erhalten und weitersehen. Habt ihr denn keinen Plan, die Stadt zurückzuerobern? Ich habe auch keinen Plan. Mit ein paar Mann, die mir übrig geblieben sind? Nein, keine Chance. Auch ist an eine Rückeroberung der Stadt gar nicht zu denken, solange die Orks das ganze Umland beherrschen. Gut, also zunächst sollte das Umland befreit werden. Was sollte dann eurer Meinung nach als erstes getan werden? Zunächst sollten die kleineren Bauernhöfe von Lobard, Arkil, Sekob und Bengar zurückerobert werden. Die Orks wären dann vom Nachschub abgeschnitten. Eine wichtige Voraussetzung, um weiter gegen den Feind vorzugehen. Ja, das ist klar. Fellan. Moment. Ich möchte mit euch wegen dem Bürger Fellan sprechen, Lord André. Fellan? Im Moment weiß ich nicht, wen du meinst. Doch, da war was. Fellan wurde von euch verbannt, weil er Lema, eine Schatulle, gestohlen haben soll. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Was ist mit Fellan? Ich möchte euch bitten, ihn zu begnadigen. Und warum sollte ich das tun? Ich glaube, dass er unschuldig ist. Ein anderer ist der Täter, nämlich... Bevor du irgendeinen Verdacht äußerst, möchte ich wissen, ob du Beweise hast, dass Fellan unschuldig ist. Leider nicht. Dann kann ich nichts für ihn tun. Beweise seine Unschuld, dann können wir nochmal miteinander reden. Aber wie kann ich Fellans Unschuld beweisen? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich würde an deiner Stelle mal Lema aufsuchen. Lema? Warum? Vielleicht ist ihm beim Überfall noch irgendetwas aufgefallen, was Fellan entlasten könnte. Gute Idee. Ich werde mal mit ihm reden. Oh Leute, warum ist das denn so kompliziert? Fellan, wie war denn das nochmal? Wo war denn das hier? Orks auf Sego, die rote Laterne, ist klar, Till in Gefahr. Der vermisste Wassermagier, der Verbannte, das ist Fellan. Jo, Lord André. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die alle sind. Ich glaube beim Leuchtturm. Aber was mir wichtiger ist, ob ich den Herrn Onas Hof, das ist es. Ist es das? Onas Hof? Also hier oben? Ich werde es mal ausprobieren. Warte auf mich, auf Onas Hof. Na gut, dann gehe ich mal los.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste Onas Hof sein. Dann machen wir es mal richtig früh. Raus aus meinem Bett! Ja, André, ist gut. Ich habe die Fackel wieder. Sehr schön. Dann ist ja toll. Dann lassen wir sie auch mal fallen. So, jetzt mal reorientieren. Hallo, Mika! Hallo! Ja, hallo. Hey, Moment mal. Du bist doch Roland, Bospas Sohn. Mann, ist das lange her, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Wo kommst du denn auf einmal her? Nun, ich... Na, lass mal. Ich kann es mir denken. Du hast dir bestimmt Sorgen um deine Eltern gemacht, was? Ja, das habe ich, aber ich habe sie ja gefunden, ne? Was kannst du mir über die Orks sagen? Nicht viel. Ich kann dir nur sagen, dass sie die Insel so ziemlich unter ihrer Kontrolle haben. Nur das Kloster und wir halten noch stand. Aber wie lange noch? Wenn es Lord Hagen nicht bald zur Unterstützung kommt, werden uns die Orks fertig machen. Was weißt du über die Orksöldner? Ich weiß nur, dass sie beim Angriff auf der Stadt dabei waren. Mehr nicht. Es scheinen aber nicht allzu viele zu sein, da sie sonst sicher die Orks hier unterstützt hätten. Vermutlich hält sich der größte Teil noch in der Stadt auf. Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Aber ich bete zu Innos, dass er uns noch rechtzeitig Hilfe bringen wird. Das hoffe ich natürlich auch. So, ist hier sonst noch irgendwer Wichtiges da? Bürgerin, Bürger. Gerbrands Frau. Wer bist du? Ich bin Gerbrands Frau. Warum fragst du? Ich wollte... Wenn du keinen wichtigen Grund hast, mit mir zu sprechen, solltest du besser gehen. Ich habe weder Lust noch Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Naja, okay, dann nicht. So, mal wieder ein bisschen gespeichert. Und hier ist hey, ja... Hey, du! Deine. Hier ist ja Gerbrands Mann. Die Frau von Gerbrands Mann, Frau. Nein, hier ist der Ehepartner, muss man so sagen. Hallo, wer bist du? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Verstanden. Und ich habe schon von dir gehört. Gerbrand? Von dir habe ich schon gehört. Ach ja? Von wem denn? Von Fellan. Er sagt, dass du ein Dieb bist. Du hast Lema bestohlen. Ach so. Fellan lügt. Er ist der Dieb, nicht ich. Kannst du beweisen, dass du mit dem Diebstahl nichts zu tun hast? Ja, dann beweis das mal. Aber kann Fellan es beweisen? Oh wei, oh wei, oh weia. Kann Fellan das beweisen? Wo haben wir denn hier der Verbande? Gerbrand bestreitet, dass Lema bestohlen, er beschuldigt Fellan, den Dieb zu sein. Okay, okay, okay. So, Lutero, du bist auch nur Händler. Hallo. Wer bist genau. du? Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Ja, okay, das wissen wir. Hast du irgendwas Besonderes? Zeig mir deine Ware. Außer Trank der Geschwindigkeit und vergessen ist nicht vergangen, Sprüche. Naja, wir haben ein paar Fackeln, das wäre nicht schlecht. So, ansonsten nichts Besonderes. Jo, dann gehen wir mal weiter zu Ranga Yogeshwar. Nein, nicht den Physikjournalisten. Hey, wie sieht's aus? Frag mich besser nicht. Ja, oder so, aber erzähl doch ein bisschen mal was. Wie ist die Situation mit den Orks? Miserabel. Wir sitzen hier in einer richtigen Mausefalle. Ich bin mir sicher, dass in allernächster Zeit der nächste Großangriff beginnen wird. Und dann ist es aus mit uns. Aha, du hast also Probleme. Du hast Probleme? Du hast es erraten. Ich bin schon richtig verzweifelt, weil mir keiner bei meinem Problem helfen kann. Was ist los? Es geht um die beiden Paladine, Jestin und Salford. Die beiden erpressen mich. Was erzählst du da? Zwei Paladine erpressen dich? Das glaubst du doch selbst nicht. Es ist wirklich so. Ich kenne die beiden von früher. Da waren sie noch einfache Waffenknechte. Damals haben die zwei ein ziemlich raues Leben geführt, das so gar nicht im Einklang steht zu ihrem jetzigen Leben als Paladine. Du glaubst also, dass sie es nicht verdient haben, zu den Rittern des Königs zu zählen? Nein, das würde zu weit gehen. Sie sind bestimmt tapfere und treue Krieger. Aber da sie wissen, dass ich ihre Schwächen von früher kenne, haben sie sich gegen mich verschworen. Jedes Mal, wenn ich meinen Sold bekomme, verlangen sie, dass ich ihnen die Hälfte davon herausrücke. Das tun sie aber nur, damit ich nicht verrate, was ich über sie weiß. Bitte hilf mir.
Sonst weiß ich nicht mehr, was ich noch tun könnte. Man sollte eigentlich annehmen, dass ihr mit den Orks schon genug Probleme hättet. Und dann bekommt man solche Geschichten zu hören. Aber na schön, ich helfe dir. Ich danke dir. Du bist meine letzte Hoffnung. So, und da wären wir sozusagen im Anschluss an Folge 130, also mit dem Pre-Release, in dem ich halt eben die beiden Söldner aufeinander hetze. Aber muss ich jetzt einen Schlüssel haben? Das ist die große Frage. Ich hole mal seinen Schlüssel. Ich glaube, sein Schlüssel hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Turmschlüssel ist das ja nur. Dann befragen wir mal die beiden hier. Hier, einer ist ja hier am Stehen. Das ist der Jestan. Hey. Wer bist du? Ich bin Jestan, ein Paladin des Königs. Warum fragst du? Nun, ich wundere mich, dich zu sehen. Ich dachte, dass alle Paladine Lord Hagen begleitet hätten. Lord Hagen gab mir und dem Ritter Salford den Befehl, Lord Andre zu unterstützen. Darum sind wir hier. Was hat euch denn Ranga getan hier? Was hat euch Ranga getan? Ranga? Warum fragst du? Ich finde es nicht in Ordnung, wie er mit ihm umgeht. Du solltest dich nicht in Dinge einmischen, die dich nichts angehen. Sonst kann ich sehr schnell ungemütlich werden. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Ja. Noch was? Nein, nichts. So, eben mal im Sprung gespeichert. Ihr kennt das ja, ich lasse diesen Speicherdialog, lasse ich immer weg. Da pausiere ich hier die Aufzeichnung. Ja, wo ist denn jetzt der andere? Ist der andere wieder weg oder was? Oder wieder was? Oh, der Richter. Grüß dich, Richterchen. Ach so, ich muss hier raus, danke, ja. Kluges Kerlchen. Ja, danke, dass ihr mir geholfen habt, mich aus dieser richterlichen Hütte herauszuwerfen. Ja, natürlich, da war er, ja. Hier ist der andere, Salford. So, ich grüße dich. Ich grüße dich. Wie ist dein Name? Mein Name ist Salford. Ach, der. Habt ihr Paladine nicht alle Lord Hagen begleitet? Nicht alle. Dem Ritter Jestan und mir gab Lord Hagen den Befehl, Lord Andre zu unterstützen. Aus diesem Grunde sind wir hier geblieben. Tja, oh, Ranga. Warum nehmt ihr Ranga aus? So? Tun wir das? Wen meinst du eigentlich mit ihr? Jestan und dich. Du solltest vorsichtig sein, was du da behauptest. Sonst kann es sehr schnell geschehen, dass du Bekanntschaft mit meinem Schwert machst. Also mach, dass du verschwindest. Das ist aber echt doof. Okay. Dann wollen wir mal den Ranga wieder ansprechen. Ich habe mit den beiden gesprochen. Und? Hast du was erreicht? Leider nein. Das dachte ich mir. Mir bleibt also nichts weiter übrig, als mir weiterhin alles gefallen zu lassen. Warte mal. Warum gehst du nicht zu Lord Andre und erzählst ihm alles? Glaubst du wirklich, dass er mir mehr Glauben schenken wird als Salford und Jestan? Ich bin nur Angehöriger der Stadtwache. Die beiden aber immerhin Ritter des Königs. Und die beiden sind zu zweit, während ich selber niemanden habe, der meine Angaben bestätigen kann. Wenn die beiden nicht so dick befreundet wären, dann könnte ich mich vielleicht gegen sie durchsetzen. Aber so, keine Chance. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man dir helfen könnte. Tatsächlich? Was hast du vor? Am besten sät man Zwietracht zwischen den beiden Rittern. Eigentlich bin ich kein Freund von solchen Hinterhältlichkeiten. Aber hier scheint es mir der einzige Ausweg zu sein. Gute Idee. Aber wie willst du das anstellen? Gibt es vielleicht irgendetwas, was Salford oder Jestan besitzen, auf das sie besonders stolz sind? Oder was für sie besonders wertvoll ist? Keine Ahnung. Doch halt. Da fällt mir ein, dass Salford eine besondere Armbrust besitzt, auf die er sehr stolz ist. Die Waffe soll schon sein Großvater besessen haben, der im Ersten Orkrieg gekämpft hat. Dann hütet er diese Waffe wohl wie sein Augapfel. Er trägt sie gar nicht bei sich. Soviel ich weiß, hat er sie in einer Truhe verschlossen, die oben im Turm steht. Du meinst den alten Turm? Wo sich auch Larios aufhält? Genau den. Salford und Jestan haben dort ihre Truhen aufgestellt. Sehr gut.
Dann müsste man nur noch Salfords Armbrust in Jestans Truhe verstecken und abwarten, was danach geschieht. Der Plan ist gut. Er könnte funktionieren. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also, Streit zwischen beiden Rittern. Zack, 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 zack. Ich mache Ranger. So, fällt es sehr wahrscheinlich über die Truhen von Salford. Dietrich knacken kann, werde ich den Rittern... Ja, haha, sehr schön. Das heißt also quasi Modo Risiko. Wir werden erstmal eine Runde schlafen, da liegt ja noch meine Fackel. Und zwar Mitternacht. Damit auch dieser... Der eine Heinz da im Turm. Komm jetzt nicht auf den Namen. Für den Kü- Was, habe ich jetzt bis Mitternacht geschlafen? Ja, okay. Also, jetzt gehen wir wieder hin, im Turm, und orientieren uns, wo müssen wir denn hin? Ich glaube hier, ja. Ah, da steht einer und qualmt. Wer ist das? Tagon J, okidoki. So. Jetzt gucken wir mal. Ach, hier schläft gar keiner. Okay. Schädelspicker. Extrakt der Heilung. Hoffentlich sieht mich hier keiner die Truhen knacken. Speichern. So, auf geht's. Salford oder Salfords Truhe knacken. Jawohl. Die ist geknackt. Was ist mit... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da bräuchte ich natürlich den Schlüssel von gestern. Mistomat. Das heißt, ich müsste gestern noch beklauen. Gucken, vielleicht ist er hier irgendwo. Ja, da ist er auch schon. Du mieser kleiner Dieb! Hat nicht geklappt! So ein Mist! Ja, das wäre mir neu. In der 130. Folge, beziehungsweise in der Folge, die ich schon damals abgedreht habe für das Pre-Release, konnte ich einen Tag über beklauen. Ach ja, richtig, ich muss ja irgendwie mal schlafen. Aber ich kann hier nicht schlafen, irgendwie, irgendwo. Was mache ich denn jetzt? Lutero, Mortis... Und auf den Boden legen kann ich mich nicht, weil ich habe ja den Schlafsack nicht. Super klasse. Where to sleep? Große Frage. Moment, 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 Moment. Ich Dummbatz. Hier schläft doch keiner. Wer ist denn? Ah, hier Hakon und das ist Larius. Oh, bevor wir den hier anquaken, werden wir doch lieber eine Runde schlafen. Bis zum nächsten Morgen, auch wenn mich Larius an... pumpen sollte, was er nicht tut. Das ist gut, der steht da nur. Und zu dem kommen wir später. Jetzt versuche ich nochmal, ihn zu beklauen. Gestern, war das jetzt gestern? Es wäre gewagt. Genau, richtig. Bevor ich das mache, mache ich jetzt mal einen Speicherkram hier. So, gestern. Hoffentlich lässt du dir tagsüber den Schlüssel klauen. Du mieser kleiner Dieb! Was soll denn das? Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Alarm! Jetzt kommen doch alle auf mich zu. Und da fällt es mir gerade wie Schuppen aus den Haaren. Ich brauche mehr Geschick. Denn ich habe 68 Geschick. Und ich weiß ja nicht, wie meine Altversion, wie viel Geschick ich da hatte. Jetzt muss ich überlegen, wo ich jetzt mehr Geschick herkriegen kann. Und zwar bei Ruger. Ja, hier kann er mir sogar sagen, wie ich Pfeile herstellen kann. Kannst du mir beibringen, wie man Pfeile herstellt? Nicht nur das. Wenn du willst, kann ich dir auch beibringen, wie man Feuerpfeile und Feuerbolzen herstellt. Oder möchtest du wissen, wie man Schmetterpfeile herstellt? Auch das kann ich dir beibringen. Ja, kostet 2 Lernpunkte. Gut zu wissen, dass es nicht so teuer ist. Aber ich brauche unbedingt Geschick. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Geschick. Ich will geschickter werden. Ach ja, 5 Geschicklichkeit, 15
Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Was ist das für ein Mist? Ich bin schon so gut. Mehr kann ich dir nicht beibringen. Wenn du geschickter werden willst, dann such dir einen anderen Lehrer. Na, tolle Nummer hier, aber trotzdem. Zeige mir, wie ich Pfeile herstellen kann. Gut. Ich werde dir erstmal zeigen, wie du gewöhnliche Pfeile herstellen kannst. Die üblichen Pfeile bestehen aus Pfeilschaft, Befiederung und geschmiedeter Spitze aus Metall. Daneben können Pfeilspitzen auch aus anderen Materialien gefertigt sein oder eine andere Form haben. Die Pfeilspitzen aus Metall werden aus Eisen geschmiedet und nicht gehärtet, damit sie beim Aufprall nicht abbrechen. Hierfür kann ich dir gerne einige meiner Eisenrohlinge verkaufen. Zur Schäftung gibt es zwei Typen, nämlich Spitzen mit Angel und Spitzen mit Tülle. Spitzen mit Angel sind leichter zu schmieden, werden in das Pfeilende eingesetzt und mit Pech verklebt. Danach wird das Pfeilende mit Band oder Draht umwickelt und auch mit Pech verklebt. Bei Spitzen mit Tülle wird das Pfeilende in die Tülle eingepasst und dann mit Pech verklebt. Die Pfeilschäfte werden meist aus Eschen oder Birkenholz hergestellt. Die Befiederung hingegen dient immer dazu, den Pfeilflug zu stabilisieren. In der Regel werden die Schäfte mit zwei oder drei Federn befiedert, die am Ende des Schafts angebracht werden. Am häufigsten werden Scavenger-Federn für die Federung verwendet, aber auch Raben- oder Harpienfedern werden schon mal benutzt. Raben- oder Harpienfedern, das hätte ich mal wissen müssen, beziehungsweise Raben habe ich in dem Spiel noch nicht gesehen. Schade, ich wollte eigentlich in dieser Folge die beiden Ritter mal so aufeinander prallen lassen. Und deswegen wünsche ich noch nachträglich, dass ihr eine gute Weihnacht gehabt habt und dass ihr gut ins neue Jahr übergewechselt seid. Und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und vor allem, dass ihr gesund bleibt. Ja, das ist nochmal meine nachträgliche Aufforderung. Was heißt Aufforderung? Aber mein nachträglicher Nachtrag zum Nachtrag. Okay, ihr kennt mich, ich bin ein bisschen wirr und danke für euer Zusehen, gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und bis bald. Tschüss.